Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Heute teste ich mal an einen alten verkalkten Heizstab, wie die Zitronensäure, die ja immer angepriesen wird, wirkt. Ich bin mal sehr gespannt. Wie ihr seht, die Heizung ist nicht mehr die jüngste. 60 Grad heißes Wasser und Zitronensäure und den ganzen Spaß mal eingetaucht. Fängt wunderschön an zu blubbern. Überzeugt mich schon ein wenig, aber wir hatten auch schon einige Mittel, wo das ähnlich war. Am Anfang passierte relativ viel. Im Endeffekt war der Kalk nach wie vor an dem Heizstab noch dran. Leider kann man als normaler Mensch den Heizstab eher weniger sehen oder bis gar nicht und man weiß nicht, ist er verkalkt, ist er nicht verkalkt. Also sollte man sich ja doch darauf verlassen können, dass diese Mittel wirken oder halt auch nicht. Natürlich habe ich den ganzen Spaß wieder einige Zeit einwirken lassen. Das erste Ergebnis nach einer Viertelstunde. Das seht ihr hier. Das Blubbern ist ein wenig weniger geworden. Man sieht noch nicht so wahnsinnig viel. Aber es scheint noch was zu passieren. Dann wieder ein Video nach einer halben Stunde. Man sieht schon ein paar Brocken, die da im Wasser schwimmen. Also scheint das gut zu klappen. Einige blanke Stellen am Heizstab sieht man auch schon. Wie gesagt, man muss auch zugeben, diese Heizung ist extrem verkalkt, da wurde noch nie was gemacht. Und die Zitronensäure, wenn man sie regelmäßig nimmt, entfernt ja den Kalk doch schon relativ regelmäßig. Also dies ist ein Härtetest, gar keine Frage. Und das ist das Ergebnis nach einer Stunde, was circa die Waschzeit beträgt. Wie gesagt, man sieht von oben, es ist noch Kalk da. Keine Frage, das Mittel kann auch keine Wunder bewirken, aber man sieht schon, es ist etwas passiert. Und bei regelmäßiger Anwendung könnt ihr damit, denke ich mal, relativ gut euer Gerät schützen vor Verkalkung. So sah der Heizstab vorher aus, das ist das Ergebnis nach der Zitronensäure. Ich denke mal, damit kann man zufrieden sein. Und wie immer, wenn ich euch helfen konnte oder euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da.